Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen alle neuen Abonnenten und Abonnenten und natürlich auch die Zuschauer. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich in dieser magischen Runde zur Ostfriesen-WG. Letzte Woche Freitag haben wir über Telepathie gesprochen, den Zweiteiler der morphischen Felder. Heute, am 25.03.2022, reden wir über magische Flüche. Einige behaupten, wenn ihr einen magischen Fluch wirken lasst, fällt es dreimal auf euch zurück. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber ihr verschmutzt natürlich euren Karma damit und ihr stärkt damit eure Selbstwichtigkeit. Und ihr solltet darüber nachdenken, warum ihr Rache nehmen wollt und ob es sich wirklich lohnt, Zeit und Energie in diesen Plan zu investieren. Das zu meiner Vorrede. Fangen wir an. Los geht's. Wenn wir einen Fluch wirken lassen wollen, machen wir es natürlich nicht zu Hause. Wir suchen uns einen passenden Ritualplatz. Warum, fragt ihr euch? Naja, ganz einfach. Um unsere Umgebung, in der wir leben, nicht mit negativen Energie zu beschmutzen. Oder wenn ein Portal nicht richtig geschlossen wird, können sich andere Wesen an unser Wohnort binden. Ich persönlich bevorzuge den Wald, da ich dort Materialien finden kann und auch Spirits finde zum Schutz. Aber auch ein Lost Place bietet sich hier an. Er schafft die passende Atmosphäre, um einen Fluch wirken zu lassen. Daher nehmen wir heute auch so einen Ort. Gemeinsam betreten wir das alte, verwahrloste, modrige Gebäude. Gehen wir hinein. Es riecht ein wenig schimmelig, modrig nach feuchtem Beton. Wir gehen weiter durch das Haus in einen langen Flur entlang und suchen nach einem passenden Raum. Wir entdecken viele zahlreiche verwahrloste Räume mit zerstörten Fenstern, durch denen der Wind hindurch heult. Wir entdecken alte Betten und einen Rollstuhl in der alten Psychiatrie. Durch immer mehr mystische Räume schreiten wir mit Inschriften auf den Wänden. Auch ein Telefon ist hier zu finden. Vielleicht noch nutzbar für ein Ritual? Viele Räume sind wir hindurchgelaufen und es wird so langsam immer dunkler. Und nach einer gewissen Zeit des Suchens haben wir den passenden Raum gefunden. Er sieht dunkel und in der Mitte steht ein Stuhl. Nun fangen wir an mit unserem Ritual. Als erstes solltet ihr einen Schutzkreis ziehen, mit Kreide, gegen den Uhrzeigersinn. Ihr könnt in den Kreis auch ein Pentagramm ziehen. Anschließend streut ihr
auf eurem Schutzkreis und Pentagramm eine Schicht Salz und gebt Energie in euren Kreis und Pentagramm. Denkt daran, dass euer Schutzkreis und Pentagramm groß genug ist, dass ihr in der Mitte des Pentagramms sitzen könnt. Wenn ihr Verbündete habt, Spirits oder Dämonen, dann solltet ihr sie herbeirufen, als euren Schutz. Ihr könnt auf die Spitzen eures Pentagramms Bergkristalle setzen. So geht ihr auf Nummer sicher. Nun zeichnet ihr spiegelverkehrt gegenüber eures Schutzkreises mit Kohle ein Pentagramm, indem ihr das Objekt eures Fluchs hineinlegt. Kommen wir jetzt zu dem Objekt. Entweder ihr stellt das Objekt zu Hause schon fertig oder ihr nehmt die Materialien mit zu eurem Ritualort. Als erstes erschaffen wir eine Voodoo-Puppe, aber eine besondere Art von Voodoo-Puppe. Sie sollte aus verderblichen Dingen bestehen und aus was, was mal gelebt hat. Zum Beispiel Kartoffeln, Hühnerknochen, Leder oder Baumwollstoff. Und ihr braucht von eurem Opfer ein aktuelles Foto, nicht älter als eine Woche. Super wäre es, wenn ihr von dem Opfer Blut bekommt. Wenn nicht, ist es nicht ganz so schlimm. Aber Haare braucht ihr unbedingt. Das ist das Wichtigste für das Ritual. Nun nehmt ihr zwei rohe, geschälte Kartoffeln für Kopf und Rumpf eurer Puppe. Gebt nun ein paar Tropfen Blut auf die beiden Kartoffeln. Das Blut muss von der Person stammen, den ihr verfluchen wollt. Wenn ihr kein Blut habt, wie gesagt, ist es nicht so schlimm. Aber die Haare sind wichtig. Zieht die Haare mit einer Nähnadel durch die beiden Kartoffeln. Wickelt die Haare auch um die Hühnerknochen. Die Hühnerknochen solltet ihr nicht reinigen. Wenn ihr das Hühnchen verzehrt habt, das Fett und Fleisch dürfen ruhig an den Knochen bleiben. Wenn ihr die Knochen mit den Haaren umwickelt habt, kommt nun Baumwollstoff oder Leder als Haut der Puppe drumherum. Und die Knochen werden vernäht als Arme und Beine der Puppe. Und das gleiche geschieht mit den Kartoffeln. Wenn ihr die Puppe soweit fertig habt, näht ihr das aktuelle Foto von demjenigen, den ihr verfluchen möchtet, als Gesicht auf eure Puppe. Nun braucht ihr nur noch das Energiesiegel von dieser Person. Das bekommt ihr, wenn ihr euch ruhig entspannt, euch die Person bildlich vorstellt, also visualisiert und an nichts denkt, nur diese Person bildlich vorstellen. Nach einer gewissen Zeit bildet sich aus dem Bild von der Person, die ihr verfluchen wollt, ein Symbol. Versucht dieses Symbol immer klarer zu sehen und prägt es euch gut ein. Dieses Symbol ist sein Energiemuster und dieses Siegel stickt ihr in die Brust eurer Voodoo-Puppe. Nun legt ihr die Puppe inmitten des schwarzen Pentagramms aus Kohle. Ihr setzt euch in euren Schutzkreis und ruft ein Wesen, das euch unterstützen soll bei eurem Fluch, zum Beispiel ein Verbündeten. Hekate oder Hel, Lucifer, Loki, Baal und so weiter. Bevor ihr diese Wesen ruft, solltet ihr ein paar Tropfen Blut von euch in einem Gefäß träufeln und es außerhalb eures Schutzkreises stellen. Nun beginnt ihr mit eurem Ritual. Ihr setzt euch in eurem Schutzkreis, im Pentagramm, lasst Energie fließen und bringt es zum Schwingen durch I, A, O. Zum Beispiel I. A.
Dabei könnt ihr euch noch eine Schutzblase um euch herum visualisieren. Nun ruft ihr einen Verbündeten. Ich rufe euch den Namen, um mir zu helfen, mir beizustehen bei meiner magischen Arbeit. Ich bitte euch, jetzt sagt ihr wieder den Namen, also des Verbündeten, um Hilfe, um das mir zu Unrecht Geschehene ist, zu sühnen. Ich fordere meine Rache gegen den Namen des Opfers. Name des Opfers hat mir Leid angetan. Ich bitte Name des Wesens um Hilfe, dass meine Rache in Erfüllung geht, und zahle mit meinem Blut als Opfergabe. Nun sprecht ihr den Fluch aus. Du, der mir Leid zugefügt hat, Name des Opfers, du bist eins mit dieser Puppe und die Puppe ist eins mit dir, Name des Opfers. Was dieser Puppe geschieht, das geschieht auch mit dir, Name des Opfers. Diesen Fluch sagst du insgesamt 7-mal hintereinander auf. Dabei stellst du dir geistig vor, wie dein Opfer langsam am lebendigen Leibe verwest. Nach circa 30 Minuten des Wartens verabschiedest du die Verbündeten. Ich bedanke mich bei dem Namen des Wesens, dass du mich unterstützt hast bei meinem Ritual, und nimm bitte meine Opfergabe in den Gefäß an. Ich verabschiede mich von dir bis nächstes Mal. Das sagst du 3-mal hintereinander und wartest nochmal 10 Minuten in deinem Schutzkreis. Und dann sagst du nochmal: und verlässt deinen Schutzkreis. Nun nimmst du die Puppe und vergräbst sie tief genug in die Erde. Deine Opfergabe lässt du an deinem Ort zurück. Nun gehst du 7 Tage lang jeden Tag an der Stelle, wo du die Puppe vergraben hast, und sprichst 3-mal deinen Fluch hintereinander aus. 7 Tage lang. Das war jetzt der Fluch mit einer Voodoo-Puppe. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr treffen wir uns hier wieder für den nächsten Fluch. Also bleibt dabei und seid gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Kritik, Anregungen und Ideen für weitere magischen Videos habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Um keine magischen Videos mehr zu verpassen, abonniert unseren YouTube-Kanal. Es ist absolut kostenlos. Teilt dieses Video in die Welt hinaus, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und gemeinsam unsere Welt auf magische Weise verbessern können. Wir sind noch auf Facebook Ostfriesen WG zu finden und auf Instagram @ostfriesenklein_WGklein zu finden. Im Hintergrund seht ihr einen Link zu unserer Homepage. Dies ist auch unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach anklicken und ihr gelangt auf unsere Homepage. Schaut mal durch, auch dort sind unsere Videos. Sie sollen natürlich regelmäßig verbessert werden mit kostenlosen Downloads von Karten, Anleitungen und vieles mehr. Ich wünsche euch einen schönen Vormittag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, ein wunderschönes Wochenende und eine schöne Woche, wann immer ihr dieses Video schaut. Bis nächste Woche Freitag um 10 Uhr, euer HDJ.